nächster Redner ist jetzt Christian Stocker von der ÖVP. Sehr geehrter Herr Bundesminister, Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Präsident, geschätzten Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hauses, meine sehr geehrten Damen und Herren. Eines hat diese Sitzung mir ganz deutlich gezeigt, nämlich weshalb wir hier sind. Wir sind hier, weil die Opposition, die Fraktion Greiner, CRISPR mit freundlicher Unterstützung der Abgeordneten Tomaselli, eine Bühne für die Selbstdarstellung braucht. Das ist der einzige Grund, warum wir heute hier sind. Der Zweck heiligt die Mittel. Das ist die Maxime der Opposition, nicht nur im Untersuchungsausschuss, sondern auch hier in diesem Haus. Und der Zweck ist nicht Ibiza. Das ist nicht die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. Das ist auch nicht Aufklärung. Der Zweck ist ganz einfach. Der Zweck der Opposition heißt, Kurz muss weg. Ja, Frau Kollegin, Kurz muss weg, das ist Ihre Maxime und die Mittel, die Sie anwenden. Diese Mittel sind skandalisieren, das sind diffamieren, das ist die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Da werden Chatverläufe öffentlich gemacht, die nie in die Öffentlichkeit gehört hätten, die dazu dienen, dass die Betroffenen vernichtet werden. Dass sie diskreditiert werden, dass sie beruflich, politisch, gesellschaftlich und privat ihr persönliches Leben verlieren. Das ist das, was in diesem Untersuchungsausschuss als Ergebnis festzuhalten ist. Und ich sage Ihnen auch eines zur Aktenlieferung. Diese Aktenlieferung, die Sie hier thematisieren und wo der Verfassungsgerichtshof immer apostrophiert wird. Da gibt es ein Zitat, und das ist nicht von mir. Das heißt, der Verfassungsgerichtshof ist mitverantwortlich an dem Schlamassel. Und bevor jetzt alle aufschreien und sagen, wir haben gestörtes Verhältnis zur Justiz, dieses Zitat stammt vom Professor für Strafrecht Manfred Burgstaller, ein unverdächtiger Zeuge. Und wenn der das sagt, sollten wir uns ein wenig überlegen, ob er nicht vielleicht recht hat. Und das gestörte Verhältnis zur Justiz lasse ich der Volkspartei auch nicht vorwerfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wenn wir uns ansehen, welche Verfahren im Zusammenhang mit diesem Ausschuss angefangen und eingeleitet wurden, im Übrigen viele von der SPÖ, dann ist eines festzuhalten. Die, die die Volkspartei betreffen, sind entweder schon eingestellt oder noch offen. Zwei sind abgeschlossen. Ein erstinstanzliches Zivilverfahren betrifft die NEOS, und die Abgeordnete CRISPR, die hier immer für Transparenz, für Respekt und für die Wahrheitspflicht eintritt, ist erstinstanzlich vom Richter so beurteilt worden, dass sie ihm nicht die Wahrheit gesagt hat. Und das zweite Verfahren, das abgeschlossen ist, und das, Frau Kollegin Tomaselli, muss ich Ihnen an dieser Stelle schon sagen, das ist wegen einer Ihrer Aussagen, unwahren Aussagen, und hat eine Verurteilung des gesamten Grünen Clubs zur Folge. Uns, meine sehr geehrten Damen und Herren, braucht niemand ein gestörtes Verhältnis zur Justiz vorwerfen. Und zu den Aktenlieferungen einige wenige Worte. Bis jetzt ist kein einziges Mail, kein Beweisstück, keine Beweisanforderung bezeichnet worden, die vom Finanzminister und dem Finanzministerium nicht geliefert worden wäre. Es wird nur in den Raum gestellt, es fehlt, es ist nicht vollständig. Sie bleiben wie gewohnt, Herr Kollege Greiner, jedem Beweis schuldig. Und besonders perfid finde ich die gesamte Geschichte mit diesem angeblichen Insolvenzantrag von Leiner und Kicker. Sie wissen genau, den hat es nicht gegeben, dadurch hat es keine erfolgreiche Intervention geben können und das ist von hinten bis vorne ein Gerücht. Wird hier dargestellt, als wäre es die Wahrheit. Das sind Ihre Geschichten, die zwischen Dichtung und Dichtung liegen, weil mit der Wahrheit Sie nie etwas zu tun haben. Und weil hier immer wieder die Geheimhaltungsstufen angezogen wurden. Meines Wissens hat das Justizministerium in Stufe 3 geliefert, ist rückgestuft worden auf 1. Nichts anderes hat das Finanzministerium gemacht. Einmal gut, einmal schlecht.
Die Wählerinnen und Wähler können sich ihr Bild machen. Und der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das ist kein rechtsstaatliches Prinzip, das ist kein Grundsatz einer liberalen Demokratie. Und wenn es eines Beweises bedurft hätte, dass diese dringliche Anfrage gar nicht notwendig ist, dass dieser Untersuchungsausschuss nicht zu verlängern ist und dass der Finanzminister unser aller Vertrauen verdient, dann ist es diese dringliche Anfrage, die hier eingebracht wurde. Applaus